Willkommen zurück bei Hellboy. Wir sind wieder zurück mit dem Höllenbuben in einer neuen Folge. Ich bin jetzt schon mal zur Maschine gegangen, weil es war eh nicht mehr viel, beziehungsweise ich habe jetzt nochmal ein bisschen was nachgespielt, sagen wir es so. Und ich habe jetzt nochmal ein paar Sägen genommen, die, denke ich mal, sehr hilfreich sein werden, um das Ganze hier zu schaffen. Mal gucken, ob das auch so klappt. Ich habe jetzt nicht mehr so viel HP, aber ich würde gerne in dieser Folge diesen Abschnitt schon mal beenden, dass wir dann in der nächsten Folge ins nächste Level können. Deswegen versuche ich das hier auch nach Möglichkeit gut zu schaffen, so gut das eben klappt. Minions erledigt. Das ist gut. So, laden wir gerade mal nach. Geben wir erstmal der Maschine ein paar Hitte mit. So, wen haben wir denn hier? Okay, erstmal ihn hier. Oh, was war das? Achso, ich bin ausgewichen. Ich dachte schon gerade, hey, what the fuck is happening? Das Klügste ist dann halt meistens, sich hinter einer Säule oder einer Mauer zu verstecken, wenn man die Möglichkeit hat, den Angriffen der Feinden auszuweichen. Vor allem, wenn sie dann anfangen, auf einen zuzustürmen, zerstören sie die Mauer oder die Säule und dann kann man die natürlich auch als Geschoss verwenden, ne? Was ja auch ziemlich smart ist. Oh, komm, Dicky! Auf die Fresse. So. Wunderbar. So. Jetzt müsste eigentlich der große Großklotz kommen. Da ist er. Na, erstmal weg. Nachladen. Wozu habe ich meinen treuen Granatwerfer? Können wir auch nämlich schön seine Angriffe unterbrechen. Ah, das war nicht gut. Das habe ich nicht kommen sehen. Daneben. So. Einen erledigt. Ich habe das Gefühl, es kommt noch ein zweiter. Mal gucken. Die Maschine ist zerstört. Haben wir geschafft. Oder was kommt jetzt? Kommt ein neuer Abteil? Beziehungsweise ein neuer Teil der ersten Welt? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, was passiert. Oh ja. Ach, das ist ein kompletter Run durch alle Welten. Fairyland. Ach du Scheiße. The total assholes. Das bedeutet ja, wenn wir einen Run durch alle Welten machen müssen. Du Scheiße. Oder ich kann wieder in die zurückkehren, wenn ich scheitere. Das weiß ich nicht. Aber what the fuck? Nobility. Virtue, Dignity. These are the tools of a true protagonist. Maybe. Erhöht die maximale Zähigkeit, erhöht die maximale TP. Wir nehmen Zähigkeit natürlich. Weil HP kann ich hier und da immer wieder auffüllen. Zähigkeit regeneriert sich halt selber. Das ist halt das Gute daran. Was haben wir denn da? Mads might know more about this. Eine weitere Überlieferung. Voll gut. Na gut. Gucken wir mal, was jetzt hier noch auf uns zukommt. Das habe ich schon auf der Faust. Nehmen wir das auch nochmal. Klebefähigkeit habe ich diesmal leider nicht bekommen. Aber gut, sei es drum. Mit 343 Fäden kann ich mir gut was leisten. Nazi... Dude ist, glaube ich, da unten. Ja.
Pack der Gelegenheit mal nachzuladen. Das ist gar kein Nazi-Dude. Das haben wir gut geschafft. Okay. Hier ist was, aber da kann ich leider nicht durch. Das geht, glaube ich, nur von der anderen Seite. Der Mond ist heute besonders rot. Shit. Hier ist noch was. Ich habe da doch eindeutig was gehört. Ich weiß dann halt nicht, wie ich das dann machen soll, wenn ich einen Run durch alle Welten mache. Ob ich das irgendwie so Speedrun-mäßig dann zusammenschneide nachher. Ich bin mir halt gerade nicht mehr sicher. Weil, wie gesagt, das ist immer noch ein Roguelike. Das heißt also, wenn ich sterbe, starte ich wieder von vorne. Da muss ich mal überlegen. Also sollte ich das jetzt hier in diesem Run nicht schaffen, in der nächsten Folge oder in dieser, hätte ich dann vorgeschlagen, ich mache das mehr so Speedrun-mäßig und schneide das dann irgendwie schnell im Verfahren irgendwie zusammen. Und dann, stellen wir uns dann einfach dem letzten Boss und dann haben wir das Spiel durch. Mal gucken. Da ist was drin. Auf die Gefahr hin, dass ich sterbe, sollte ich das nehmen? Ach komm. Versuchen wir es mal. Lief ja bisher auch einigermaßen gut. So, dann ging beide auf die Mütze. Autschi. Aua. Alter. Ich muss weg. Oh Gott, da ist er. Schafft. Kann ich mir den Segen nehmen. Bei aktiven Effekten erleiden Feinde Schaden, wenn ihre Angriffe erfolgreich ausgewichen wird. Das habe ich hier drauf. Ja. Super geil. Dann einmal nochmal nachladen. Ist ja geil, wenn jetzt bald so ein Fädenaltar kommt, wo ich dann mir was für die Fäden halt kaufen kann. Das wäre halt super. Lebensenergie zum Beispiel wäre eigentlich voll super. Aua. Na, warte. That was stupid, genau. Make me angry. Oh Gott, steht da hinter mir. What? Ja. Ja, komm. Oh ne, hat mich trotzdem erwischt. Okay. Oder eigentlich, dass er das hier zerstört, damit ich das nehmen kann. Auf ihn werfen. Perfekter Wurf. Wandklatscher. Ey. Wow, jetzt hauen mich diese kleinen Soldaten auch. That's stupid. Stupid. Ich hätte den Segen bekommen, aber vielleicht habe ich ja Glück und ich kann ihn noch austauschen nachher gegen den anderen. Das Gegner Heilung fallen lassen statt Währung. Ich habe zwar 567, 587, aber jetzt fange ich halt damit an. Jetzt habe ich sogar noch mehr. Aber wenn ich nichts habe, wo ich es ausgeben kann, dann bringt mir das halt auch nichts. Aber ja, die Dinger, weiß ich halt auch nicht, wo die sind. Die tauchen halt... Kann sein, dass ein Raum jetzt kommt, in dem ich mir was kaufen kann. Kann auch sein... Das nicht. Aber jetzt habe ich Glück, da ist einer. Also in den meisten Stages gibt es so einen Raum. Aber ist halt auch nicht immer der Fall. Zumindest habe ich bisher die immer gefunden, aber es ist auch schon passiert, dass ich dann einen übersehen habe. Was ist das? Das ist auf dem Amulett drauf. Das ist... Ah, okay, da haben wir es. Heilgegenstände statt Währung.
Aber dann geht meine Zähigkeit runter. Das ist natürlich auch doof, weil da muss ich den Segen halt tauschen. Aber den kann ich nehmen. Aktiven Effekt werden Feinde. Was bei aktiven Effekt wird der von Feinden verursachte Schaden zurückgeworfen. Genau, hier auf dem Amulett. Sehr gut. Dann habe ich damit schon mal auf jeden Fall einen guten Invest gemacht, der Fäden. Lebensenergie natürlich recovered und jetzt mal ein bisschen mehr Buff aufs Amulett. Okay, nachgeladen ist. Let's go. Da hinten ist ein Schlüssel, den muss ich noch einsammeln nachher. So. Du kriegst... Greift er mich von hinten an. Alter, ich kann nichts tun. Ich bin auf den Fokus hier. Guck mal, was der mir abzieht. Alter, was ein Uso. Hallo, die müssen gekauft, schon ist er weg. Guck mal, weil die haben irgend so ein der Gerät auf dem Rücken. Und das bufft die nochmal zusätzlich. Und damit ist es ja nicht getan. Jetzt kommt die zweite Welle. Ich meine, das Spiel macht irgendwo schon Spaß, aber manchmal ist es halt auch echt so, dass man sich fragt, was zum Henker ist hier denn los? Haha, das war beabsichtigt, dass ich runterfalle. Den auch dazu bewegen kann, runterzufallen, wäre das natürlich super. Dann kann ich den Round Shaker machen. Jawohl. Muss ich nur gucken, dass er mir folgt. Yes. Nope. Zeit für Runde 3. Hallo, ich bin gerade am Aufstehen, Junge. Guck mal, noch zwei von den Hanseln. Hä, wo kommt das denn her? Ach da, hallo? Ich sehe halt auch nichts. Wie frech ist das denn? Dieser Granatenfutz hier auch noch da ist. Hä? Okay, warte. Das muss ich anders machen. Ich gehe garantiert drauf. Darauf habe ich keinen Bock. Ich muss erstmal mich um ihn hier kümmern. Okay, sobald ich den nämlich ausgelöscht habe, habe ich dann wiederum ein etwas leichteres Spiel, weil der ist super nervig. Und er wird von den Minions blockiert. Sehr gut. Ja, genau. Aber viel HP hat er nicht mehr. Das hat ihm den Rest gegeben. Alter, was ein Kampf. Guckt's euch an. Mit 3¼ HP habe ich überlebt. Sheesh. Das Spiel ist absolut nicht einfach. Also, ich will es jetzt natürlich nicht mit Dark Souls vergleichen oder sowas. Das passt ja auch nicht im Genre. Ich habe jetzt noch nicht so viele Roguelikes gespielt. Hier und da mal eins, aber ich muss sagen, es ist echt knüppelhart. Also wenn du die Mechaniken des Spiels nicht verstehst oder nicht kannst, ey, dann hast du keine Chance. Dann ist vorbei. Hier gibt es viele Fäden. Das finde ich gut. Aber irgendwas damit kaufen kann ich halt nicht. Also, könnte schon, da war ja noch was, aber... Weiß halt nicht, was der Schädel ist. Ich glaube aber nicht, dass ich das brauche. Ich lasse es mal besser, weil... Am Ende lande ich dann wieder in irgendeiner Herausforderung und bin tot. Und dann darf ich alles nochmal machen.
Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich versuche jetzt hier irgendwie noch einigermaßen durchzukommen, ohne drauf zu gehen. Nach Möglichkeit. Gucken, ob mir das gelingt. Ja. Alter. Nauze. Guck mal, wie der mich hier tötet. Okay, das hat geklappt. What we got here? Ein Segen. Come, let us hone shield and blade, tooth and claw. Tooth and claw. Die maximale Kugelkapazität verringert die Abklingzeit deines ausgerüsteten Amuletts. Kugel nehmen natürlich. Nee, kann ich ja gar nicht. Zwei sind ja maximal beim Granatwerfer. Frag mich aber, was dann passiert. Ist es so, dass die Schüsse dann stärker werden vielleicht, alternativ, wenn ich nicht mehr Kugeln kriege? Hier habe ich noch was gekauft. Ein Artefakt. Oder was auch immer. Schade ist, dass diese Dinger, die werden halt gesammelt, sind dann in diesen komischen Vitrinen drinne, die man sich angucken kann. Aber das bringt halt einem gar nichts. Ich weiß nicht, ob das dann nachher irgendwie ein ultimatives Achievement gibt oder was weiß ich. Also irgendwie ist es halt schon strange. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, warum sollte ich das sammeln? Was bringt's mir? Hilft mir das irgendwie im Kampf? Ich weiß es nicht. Das ist halt so die Main Question. So, wo jetzt? Aber wir haben dann heute schon, wenn's hinhaut, zwei Maschinen erledigt. Ah, ich habe ihn geschafft. Jawohl. Mal kurz zurückziehen. What the fuck? Oh nö. Granatwerfer ist nicht nachgeladen. Komm schon. Do it. Do it now. Gut, das hätten wir geschafft. Alles klar. Jetzt müsste Robo-Heinz kommen. Da ist er schon. Wow, der gibt mir direkt eine mit. Hat der gerade eine Granate noch mir geworfen? Yes. Das läuft. Yes. Weggesmackt. Okay. Wir haben den zweiten Abschnitt geschafft. Irgendwie haben wir es geschafft. Ich bin irgendwie ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ohne drauf zu gehen. Gucken wir mal, ob wir jetzt den dritten Abschnitt auch irgendwie schaffen. Also wenn wir es wirklich durchziehen können. Wow. Genau, jetzt sind wir in
I hate this verderbte place. Provinz. Like Bosch painted me. Verdorbene Provinz, nicht verderbte. Ja, es ist die Unterwasserstadt, also Atlantis quasi. Es ist die dritte Welt, dann der Untergrund mit den Vampiren ist die vierte Welt und dann haben wir es geschafft. Dann müsste noch ein finaler Bosskampf kommen und dann ist das Spiel, glaube ich, auch vorbei. Kämpfen wir gegen Eisenhans und dann mal gucken. Okay. Erhöht die maximale Zähigkeit, nämlich. Jetzt habe ich nämlich 5 Zähigkeitspunkte, das ist schon enorm. Ich wünschte nur, meine HP wäre wieder voll, aber wo Feen sind und wo eine Möglichkeit besteht, etwas zu kaufen, können wir das natürlich nutzen. Ich habe leider nur nicht genug, mir fehlt noch ein bisschen was. Den Segen habe ich auf der Faust. Ist super geil. Haben wir schon auf Stufe 3. Oh, ich sollte mal nachladen. Krabby Crab, man. Ich hab ihn so gedamaged, der konnte nichts mehr tun. Und jetzt hängt er noch. Und der fällt runter und ist tot. Hallo? Auf dich geschossen? Dann halt so. Ich hoffe halt nur, dass, wie gesagt, ich nochmal meine HP irgendwie restoren kann. Von dem nächsten heftigen Angriff könnte ich mich vielleicht noch erholen durch die hohe Zähigkeit, die ich habe, aber es ist nicht garantiert, dass ich das tue. Weil die Gegner werden ja auch immer stärker, das ist halt auch das Problem. Also die Gegner hier sind jetzt nicht so stark wie jetzt zum Beispiel in der ersten Welt. The world unfolds with thy footfalls. Run or creep, it matters not. Medicine Nod. Degen von Skuld. Wäre natürlich für ein weiteres Vorankommen echt super. Aber meinen anderen Segen lassen. Obwohl, ich kann... Nee, das stimmt gar nicht. Ich kann auch einen dritten nehmen. Dann nehme ich den. Ich habe gedacht, ich hätte schon einen dritten. Habe ich unten nicht gesehen. An meiner HP-Leiste sieht man 3 Segen, die im Prinzip für Hellboy gelten. Und die anderen 3 sind quasi für den Angriff. Ich kaufe mir das, obwohl es mich 200 Fäden kostet. Ist aber egal. Weil ich habe schon irgendwie vor, die Sachen dafür zu sammeln. In der Hoffnung, dass es dafür vielleicht irgendwas gibt. Ich will da nicht im Internet recherchieren, um mich spoilern zu lassen, was man dafür bekommt. Am Ende... Ist es vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine zusätzliche Kraft oder irgend so ein Gedöns? Es wäre halt cool, wenn ich irgendwas bekommen würde, was mir hilft und nicht irgendwie Concept Arts oder so ein Gedöns. Weil sowas ist auch schön, aber irgendwie bringt das mich halt auch nicht weiter. Hier im Spiel. Dafür brauche ich einen Schlüssel, wie es aussieht. Da kann ich lang und hier gibt es nochmal ein paar Kugeln, die will ich. So, mal gucken. Da ist ein großer Crabman. Oh oh, großer Angriff. Aha, ich hab seine KI verbuggt. Hey, hier wird nicht weggelaufen. Would you look at that? Wie viel habe ich jetzt? 254? Ist das richtig? Ja. Ich habe gedacht, es würde noch irgendwas drauf addiert werden. Nee, hat das schon.
Ja, damit könnte ich mir bald ein weiteres Upgrade holen. Wenn ich noch 50 weitere habe mit 300 unserer Kugeln, kann ich mir nochmal einen weiteren Lebenspunkt holen. Sollte ich hier scheitern, wäre das auf jeden Fall ein Invest, den ich gerne machen würde. So, erstmal dich. Weil du bist mir immer ein Dorn im Auge, weil du machst irgendwelche Fernattacken. Das finde ich nicht cool. Der ist extra bufft. Lass mal weg hier. So. What? Der kann sich eingraben. Guck. Das habe ich vergessen. Ah, scheiße. Das war schlecht. Er ist zwar down, aber ich habe Lebensenergie verloren. Meine Kraft ist zwar aufgeladen, aber ja. Gut war das nicht. Das geht besser. Ich hatte halt komplett vergessen, dass der sich eingraben kann. Irgendwas funkeln? Ah, hier. ...231 für noch 300... ...bisschen Lebensenergie. Hier ist was. Geil. Wie praktisch. So, dann zeigt euch mal. Das ist Nazi-Man. Ein Nazi-Man hochkommt zum Spielen. Was seid ihr nervig, Alter? Ich will das gerne auf ihn werfen. Na, da ist er doch. Geht doch. Also meine Faust setze ich für den nicht ein, ganz ehrlich. Sehe ich gar nicht ein. Alright. Gut, wir haben den Schlüssel. Das ist ein Win. Dann würde ich einfach nochmal zurücklaufen und gucken, was der öffnet. Machen wir noch zum Ende der Folge hin und dann geht's nächste Folge hin nahtlos weiter. Wie gesagt, sollte ich scheitern, was eventuell passieren kann anhand meiner Lebensenergie, dann, wie gesagt, und ich müsste nochmal in Welt 1 starten und alles komplett durchziehen, würde ich das halt zusammenschneiden. What? No spikes? No explosions? Was ist denn hier? Oh. Da ist noch. Ist da noch ein anderer Schlüssel drin? Ah ne, ich habe den Granatwerfer vergessen zu laden. Fuck. Autschi. Ja, okay, hier. Okay, das ging eigentlich relativ reibungslos. Ist auch ein Schlüssel, wie es aussieht, ja. Hat dann nur eine andere Form, aber der wird mir jetzt unten links angezeigt. Beziehungsweise eher so mittig. Okay. War das wieder so ein Machine Gun-Typ? Den muss ich als erstes ausschalten. Der ist besonders lästig. Auch wenn der andere auch da ist. Guck mal hier, ich kann nichts tun. Okay, ich schaff das nicht. Das ist definitiv. Definitiv nicht drin. Okay, ich sollte mich zurückziehen. Und wenn ich noch irgendwie eine Chance hab. Er hat zwar auch eine große Leiste. Verteidigung, aber kann ich durchschlagen.
And we're done. 2 HP habe ich noch, Alter. Aber hier kann ich den Schlüssel einsetzen. What? No spikes? No explosions? Na, guck mal, da hinten sieht man schon jemanden. Wird ja immer besser hier. Na gut, liebe Freunde. Also, wir sind jetzt hier erstmal am Ende angelangt, dieser Episode von Hellboy Web of Wild. Wie gesagt, sollte das der Fall sein, dass ich jetzt in der nächsten Episode draufgehe, mache ich an der Stelle einen Cut und werde dann offscreen das aufnehmen und dann zusammenschneiden, bis wir dann beim letzten Boss sind und dann wird das irgendwie die letzte Folge, die vielleicht auch ein bisschen länger wird, mal gucken. Weil ich den ja eigentlich so vom Gefühl her auf jeden Fall so kurz vorm Ende des Spiels und ich will jetzt auch nicht das irgendwie unnötig in die Länge ziehen. Deswegen gucken wir mal, dass wir das dann nächste Episode das irgendwie durchkriegen. Es sei denn, ich finde jetzt noch irgendwas, was ich mir von meinen 403 Fäden, die ich habe, was kaufen kann an Lebensenergie. Vielleicht finde ich ja noch was. Also, macht das gut, bis zum nächsten Mal bei Hellboy Web of Wild.